Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Factorio mit dem Oberkanal! Yo! So, jetzt schauen wir mal. Hier ist noch Action. Hier ist noch Action, ich sehe das kommen. Action. Ich hätte eine kleine Verbesserung, die mich direkt sehen könnte. Ja. Warte, das würde ich anders machen, das schaut nicht hübsch aus. So, noch einmal durchmischen, quasi am Ende. Ja, ja, ja. Ich mach das hier noch ein bisschen glatter, das ganze Ding. Obwohl ich gar nicht weiß, ob das was bringt. Überlege gerade. Das kommt ja dann hier oben an und du willst es dann... Ich will nur die letzten noch voll machen, weil die halt das Problematischste sind. Die ersten werden wir noch halbwegs voll bekommen, aber ganz hinten wird kaum noch was ankommen. Nee, doch, und dafür ist okay, kommt dann... Dadurch ist das immer gleich belegt. Dann, ja, doch, nee, ist alles gut. Jetzt haben wir bloß eins. Ich weiß nicht, greift der auch vom Teiler weg? Weil hier ist ja der eine blaue dann quasi blockiert. Weiß, dass er von Untergrunddingern nicht weggreift. Ja, weil nee, warte. Er greift weg, aber legt nicht drauf. Beim Teiler habe ich gar keine Ahnung. Ich auch nicht, deswegen weiß ich, bin ich jetzt gerade ein bisschen überfordert. Musst du gleich mal testen. Okay. Ja, müssen wir mal gucken. Das wird schon gehen. Habe ich wieder Lichtbogenöfen produziert? Ich meine, ja, habe ich. Also warte mal, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen Licht reinbringen in die ganze Geschichte. Weil hier ist ja sonst in der Nacht ist hier düster wie sonst was und am Bahnhof muss ja beleuchtet sein, weißt du? Bahnhof muss immer beleuchtet sein, sonst wächst da die Kriminalitätsrate ins Unermessliche, habe ich gehört. Das haben wir bei City Skylines so gelernt. Passiert das da tatsächlich? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube auch nicht. Kannst ja gar keine manuelle Beleuchtung setzen, soweit ich weiß. Nee, nee, nee. So, ich pass auf, ich lasse jetzt mal die ersten Fließbänder, also die ersten Platten jetzt drauf laufen. Du könntest die von dem mittleren Band, könntest du die ja auf beide Bänder verteilen lassen. Es kommt jetzt gleich noch ein, achso, ja doch, das wird... Warte mal, ich lasse es mal abfließen, dann wird sich das jetzt eh gleich rauskristallisieren, wo da Engpässe sind. Okay, das funktioniert. Ja, schon recht, das mittlere Band wird auf zwei geteilt. Okay, und die lassen jetzt alle, alles klar, das läuft schon richtig schön. An deinem Verteiler, da wird es noch ein bisschen ruckelig, aber es läuft. Also es läuft durch bis zum letzten Waggon durch. Sehr gut. Na gut, es hatte sich auch gestaut. Ne? Das ist jetzt die Frage, jetzt muss es erstmal nachkommen. Aber es sieht ganz gut aus. Ja, wobei weniger wird es eh nicht. Also das Band wird immer voll sein oben. Ja. Gehe ich mal fest von aus, dass das so bleiben wird. So, die ersten drei Waggons füllen sich jetzt schon ganz schön ordentlich. Ja, jetzt wird es hinten raus, wird es schon wieder knapp. Ja, da bräuchte man noch ein bisschen mehr. Da könnte man jetzt halt nur gucken, ob wir die Fließbänder von oben leichter noch runterbekommen können. Na, du musst aber überlegen, da kommt vielleicht auch gleich, da müsste, nee, da kommt gleich sogar weniger an. Was, warte, weniger? Wir gucken erstmal, wir bauen erstmal zu Ende. Ja, wobei, das Problem ergibt sich ja auch, sowieso von Haus aus, weil ja irgendwann die Züge auch weg sind. Jetzt momentan lädt er ja automatisch immer alles leer. Ja, aber das ergibt sich nur, wenn die Kisten begrenzt sind, weil sonst lädt er die Kisten einfach immer voll. Ja, und das mache ich jetzt gerade. Also ich begrenze auf jeden Fall die Kisten auf, ich sag jetzt mal, bis auf die oberste Reihe alles, weil ansonsten... Ja, kannst du ruhig sogar auf zwei Slots begrenzen, das ist egal. Ja, ich will schon, dass ein bisschen was weggelagert wird, weil die Stehzeiten möchte ich ganz gerne auf 60 Sekunden Minimum aufdröseln. Okay, du kannst übrigens die Stehzeit variabel für Bahnhof setzen. Du kannst sagen, ja, einladen 20 Sekunden, ausladen 40 Sekunden oder so. Genau, genau, alles. Genau. Wenn wir dann sehen, wie, nachdem wie es rausläuft. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie viel in so einen Waggon reinpasst. Mehrere tausend. Ja, ja, dieser Waggon ist auf jeden Fall mega groß. Also die sind ja eigentlich wirklich für die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Ultralangstrecke sind die ja gedacht. Dass man also alles, was man über Drohne nicht mehr transportieren kann, was bei uns jetzt eigentlich schon noch der Fall wäre. Weil die Wegstrecke könnte man jetzt mit Drohnen abdecken. Haben wir halt, unsere eh schon wenigen Drohnen haben wir dann bis zum Ultimo geschröpft. Ja, aber der Weg ist schon extrem weit für Drohnen, das ist schon... Ja, ist schon fast zu heftig. Aber es ging schon noch. Okay, hier den Zug einzusetzen, das ist schon. So. Und den zweiten Anschluss lege ich dir jetzt dann auch gleich noch rauf.
Wir können, hätten jetzt fast sogar noch einen dritten Anschluss hauptsächlich legen können. Hätte sich vielleicht auch noch gelohnt. Weiß ich noch nicht. So. Anschluss kommt. Wo brauchst du den? Da, alles klar. Mach, wo du meinst. Ja, das ist gut. Warte, noch zwei Teiler herstellen. Eine fehlt mir noch, Stahlplatte. Ich glaube, da habe ich ein paar hier liegen. Ein paar? Ja, ein paar. Ich glaube, da kann ich ein paar abgreifen. So, im ersten Zugteil liegen jetzt 1800 Stahl. Kann aber die Produktion auch locker noch verdoppeln. Das ist nicht das Problem. Ja, also du kannst gerne noch mehr reinhauen, weil das momentan fließt ja jetzt, ohne sich rückzustauen, komplett weg. Ja. Wir müssen natürlich auch dann noch entsprechend eine Infrastruktur auf der anderen Seite vom Bahnhof schaffen, damit er auch wieder auslädt. So, aber wir können da mal gucken, was wir forschen in der Zwischenzeit. Erforschen wir Raketenfeuerrate 1 in Hinsicht dessen, dass wir für die allerletzte Forschung Raketenfeuerrate 5 brauchen. Okay. So, jetzt gucke ich gerade mal. Also es, am Bahnhof schaut es gut aus. Ich finde, das macht einen ganz soliden Eindruck gerade. Bloß... Ja, also in den Güterwaggon, der ist jetzt schon... Du kannst sogar Güterwaggons begrenzen, sehe ich gerade. Der absolute Blödsinn, was ich hier gemacht habe. Also 2-3 sind im einen Zug drin. Ich denke mal 3000 Einheiten passen pro Zugabteil da rein. Ja, ja, so 3000 Stahlplatten, das passt. Ist aber auch ein feines Ding. Musst du überlegen, 3000 Stahlplatten, bis du die verbraten hast, das dauert eine Zeit, ne? Ja, ja, das dauert echt ewig. Und gerade wenn die über eine normale Produktion laufen, dann ist das... Locker vom Hocker. Ah, ich sehe schon, was du davor hast. Geh mal aus dem Weg. Kannst auch gleich draufleiten, also ist alles schon angeschlossen soweit. Jo. Okay, lass es rollen. So. Okay, der hintere Zug befüllt sich jetzt auch langsam. Passiert irgendwas? Läuft irgendwas falsch? Was? Ah. Okay, jetzt kommt von oben relativ wenig gerade runter. Ja, hier ein paar Lichtbogenöfen haben auch nicht gearbeitet, weil die Roboter falsch rum waren. Ah, okay. Er sollte jetzt dann wieder sich aufstauen. Es werden alle Güterwaggons werden bedient. Alle werden bedient. Die hinter vorderste jetzt gerade nicht mehr, weil da ist es halt, wie gesagt, gerade ein bisschen knapp. Macht aber nichts, weil solange der Zug eben weg ist, können die einzelnen Kisten ja vollladen. Das tun sie jetzt tatsächlich beim zweiten Abteil auch schon. Weil wenn die nämlich dann voll sind, dann werden auch die Güterwaggons beladen, die dann quasi am Ende der Schlange sind. Und dann läuft die Kiste. Man braucht halt bloß genug Zeit, damit sich in der Zwischenzeit die einzelnen Anbieterkisten volllaufen lassen können. Ja, wenn die einmal komplett voll sind, dann sollte es, obwohl da... Das Problem an der Sache ist, warum die Rechnung nicht aufgeht, ist der folgende Punkt. Warum wir halt immer nur einen Waggon genommen haben. Mhm. Die Kisten werden sich immer viel schneller leer saugen, als sie sich wieder auffüllen können. Deswegen werden die niemals voll sein. Weil du immer pro Griff 5 rausnimmst und pro Griff 1 reinlegst. Wenn überhaupt was da ist für die Kiste. Und dadurch werden die Kisten halt niemals voll werden. Das Einzige, was wir dann. Die Situation wird immer so aussehen wie jetzt. Andere Chance hast du. Also anders wird es niemals sein. Weil sich das niemals stauen wird. Ja, wobei das. Es hat ja auch Zeit, die Kisten einzuladen. Also das ist ja. Muss ja auch gar nicht auf, von jetzt auf gleich sein. Ja, aber der hat ja nur 60 Sekunden. Ist ja nicht viel. Das ist ja gut, wenig. Plus Fahrzeit, klar. Und dann nochmal die 60 Sekunden Stehzeit auf dem anderen Bahnhof. Ja. Also. Ja, also die Zeit, die dazwischen noch ist, da müssen wir halt gucken, ob wir den Output hier, weil es staut sich ja unglaublich viel Eisen auch hinten, ob wir nicht nochmal einen Arm bauen. Weil die letztendlichen Fließbänder, die hier runterkommen... Ja, ich kann da oben noch mehr Platten bauen, klar. Also wenn du jetzt oben nochmal... Ich würde fast vorschlagen, nochmal einen Arm baust, weil gerade der äußere, der jetzt kommt... Ich würde es jetzt nochmal verdoppeln einfach. Ja, ich würde an deiner Stelle auch nicht da unten das eine Band... Nee, das müsste man eigentlich fast rausmachen. Den einen Verteiler. Der muss eigentlich ungefiltert auf das eine Band, weil sonst kommt da ja schon nicht mehr genug an. Ja, ich sag ja, das wird weniger. Ja, das müsste man. Also den einen Verteiler, da würde ich auf jeden Fall rausmachen. Ja, ich guck sofort. Also, dass die linken beiden Reihen Lichtbogenöfen auf den einen laufen und die rechten beiden auf den anderen.
dass das nicht nochmal separat geteilt wird oben. Also an der Stelle, wo ich mich jetzt hinstelle. Also es gibt nur drei Bänder, das ist das Problem. Wir haben keine vier Bänder. Ja, von denen, die runterkommen, klar. Und ich muss mal eben kurz die Roboter wieder einladen. Ja, ich weiß schon, du hast es da in der Mitte geteilt, weil du ja in der Mitte von beiden Seiten drauflädst. Genau, ne? Diese Mitte hat ja doppelte Kapazität, deswegen wird das in der Mitte nochmal geteilt. Wobei, da müsste man fast noch mehr machen. Ja, also, ich würde das jetzt nochmal verdoppeln. Ja, verdoppel ruhig. Weil die Kapazität auf den Bändern ist ja da. Ne? Also auf jeden Fall für eine weitere Reihe im äußeren Band wäre auf jeden Fall was drin. Ja, die sind auch noch nicht voll belegt, da geht ja noch was. Ja eben, da ist noch knalle Action drauf. Da geht ja aber noch das kriegen was. Wir, das kriegen wir hin, das ist jetzt so halb so wild eigentlich. Und ja, das passt schon. Der eine Zug ist auch schon voll, ne? Der eine ist voll, der zweite, ja. Ja, da werden nur die Kisten halt noch beladen. Genau, die Kisten zu beladen, das ist ja das Ziel am Schluss. So, dann lege ich mal hier mit ein paar Öfen nach. Wenn du Lichtbogenöfen produzieren kannst, wäre das nice. Mache ich für dich. 5 Stück kann ich mal machen. Genau, 5 kann ich nämlich auch immer bauen, da muss ich wieder warten. Wir könnten auch mal eine automatische Produktion hier oben hinsetzen. Boah, das ist mega. Habe ich gerade kein Ding. Automatische Produktion für? Lichtbogenöfen. Dass man eine Fabrik hinstellt, die da halt Lichtbogenöfen herstellt. Mehr braucht es ja gar nicht. Ziegelstein, erweiterte und das kann man ja alles fordern. Kann man sich alles hinliefern lassen. Ja, mach das ruhig. Dann baue ich nämlich jetzt mal eine hier auf. Sollte dann auch kein Thema sein. Soll ja alles geliefert sein und dann ist die Sache in Ordnung. Dann so. Bist du geliefert. Dann bist du völlig geliefert hier. Und das Ganze geht dann in eine passive Anbieterkiste. Sogar unbegrenzt, ja gut. Bitte? Ich wundere mich gerade, dass hier unten zwei Kisten vorgelaufen sind, die unbegrenzt sind. Echt? Scheiß. Dein her. Okay, warte mal. Jetzt brauchen wir hier oben, brauchen wir auf jeden Fall Stahlträger, rote Schaltkreise und Ziegelsteine. Okay. Und Lichtbogenöfen brauchen wir jetzt, ich sag jetzt mal, 2 Slots voll. Das sollte reichen. Dauert eh 100 Jahre, bis die voll sind. Teilerfließbänder dauert auch so ewig, bis die produziert sind, ey. Ja, das ist auch so ein Ding. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Also es kommt auf jeden Fall, kommen jetzt schon die ersten Drohnenlieferungen, sollten schon auf dem Weg sein. Gucken wir mal, ob es klappt. Und dann kommt hier auf jeden Fall nochmal ein Lichtchen hin, weil an Licht mangelt es uns irgendwie noch ein bisschen. Uns geht kein Licht auf hier. So. So, da ist ja mal ein bisschen heller. Kann ja nicht sein. Stößt sich der Gönner nur am Gleis. Also. Passiert. Alles schon vorgekommen. Wäre nicht das erste Mal. Gut. Schade, dass es noch keine E-Lok gibt. Weißt du? Die dann mit Akku läuft oder sowas. Ja, also es gibt beim Ditech-Mod tatsächlich eine Hochgeschwindigkeits-Lok. Die haben wir auch noch nicht gebaut. Ja. Die sind ganz schön abgefahren, weil die normale ist ja schon extrem schnell. Ja, ja. Ja, also ich denke mir halt, dass das eine geile Idee wäre, wenn du die halt mit Strom betreiben könntest. Dass du die, dass die so eine Art Akku hat. Akku-Pack mit Batterien oder so. So eine Überspannleitung. Wie in Wirklichkeit ja auch. Ja, ja, genau. Oder sowas. Dass du da halt dann die Schiene sozusagen noch mit unter Strom setzt, in Anführungszeichen. Sieht schon besser aus. Wäre eine geile Idee. Wenn die halt anfährt, braucht sie halt fürs Fahren Strom. Ja, das wär cool. Von der Idee her fände ich das mega. Ja, ja. Oder eine Solarlok wäre auch mal eine Idee. Nur am Tag fahren kann. Die kann dann nur am Tag fahren. Das wäre für die Aktion hier, wäre das perfekt. Haben. Die kann sich am Tag aufladen. Ja, oder so eine kleine, genau, oder so machst dann die persönlichen Batterien da rein oder sowas oder einen Fusionsreaktor. So, der Gönner baut hier fleißig weiter. Wir haben ja unglaublich viel Nachschub von dem Feld. Das ist ja jetzt nicht gerade klein, was wir hier freigeräumt haben. Wobei, es gibt größere, ne? So Eisenfelder. Gut, jetzt gucken wir mal. Baut der? Gerade ein bisschen abreißen, ey. Also du kannst dir jetzt mittlerweile Lichtbogenöfen anfordern, das geht. So, Produktivitätsmodul, bist du schon dabei? Ich sehe schon. Ja, da hatte ich jetzt das 2 erforscht, das brauchen wir nämlich auch für die finale Forschung. So,
Kampfroboter wurden gefordert von Apophistne. Mhm. Die erforsche ich mal eine Runde. Die habe ich auch noch nie benutzt, da bin ich sehr gespannt. Ich habe die auch noch nie benutzt, tatsächlich. Die sind ja nur temporär. Ja, also ja. Die sind ja nicht für immer, sondern die wirfst du auf den Boden quasi und dann kommen die. Und dann kämpfen die mit dir und dann sind die irgendwann tot. So wie die Verteidigerkapseln sozusagen. Genau, genau, ja. Apropos, ich habe immer noch Kommentare, die ich gar nicht vorgelesen habe. Was? Shinji hatte angemerkt, dass wir genug Stahl haben, weil wir das ja letztes Mal bemängelt hatten, dass wir zu wenig haben. Ja. Aber eine falsche Verteilung, das wollte ich mir noch angucken. Ja, hinten im Hauptnest, laut, da gehe genau, ich jetzt mal hin. Laut Flavi namenlos habe ich eine Fabrik und einen Greifarm vergessen beim Stahl. Das war's. Mehr Kommentare habe ich nicht. Gut. Alles die geklärt. Die Ankündigung war jetzt irgendwie größer als das, was wirklich rausgekommen ist. Ja, aber immerhin. Ja? Also, ne? Läuft. Nee, ich finde es auch völlig in Ordnung. Ich habe das Gefühl, dass wir zu wenig Eisen haben für 4 Reihen. Lieber Gönner, schickst du mir mal bitte die Lok über den Fahrplan rüber? Jo. Weil dann halte ich die mal kurz hier hinten an, damit ich hier schon mal den Entladebahnhof bauen kann. Weil ob wir jetzt hier Stahlplatten dann später entladen, das ist ja eigentlich völlig boogie. Ja. Also zum Gönnerdrom, ne? Zum Gönnerdrom, genau. So den dann nur gleich anhalten. Ja, wenn er dann, der parkt ja sowieso dann für eine gewisse Zeit. Jo. Ja, der baut auch gar nicht so wirklich mehr die Geschwindigkeit aus, wenn der so viele Dinger hat. Der ist schon sauschnell, ne? Aber so unendlich schnell ist er jetzt nicht, wenn er alleine fährt. So, jetzt ist er angehalten. Ja, viel verbraucht er nicht. Hier habe ich gerade mein Muster gebrochen. Der Muster? Mein Muster. So, wie viele Kisten habe ich denn jetzt eigentlich? Nicht genug. Sag mal, wir hatten noch mal mehr von den Dingern. So. So, das ist ja, da geht es ja quasi jetzt auch nur darum, dass die schnell ausladen. Die Frage ist, passive Anbieterkisten, das reicht ja eigentlich zum Ausladen, oder? Da brauchen wir ja gar nichts anderes. Ja. Was forsche ich denn da eigentlich schon? Du willst ja nicht, dass die Leute was reinlegen, du willst ja nur rausnehmen lassen. Genau. So, wie schaut es mit unseren Drohnen aus? 743 sind verfügbar, das ist in Ordnung. Also das ist jetzt so ein Level, wo es wieder in Ordnung ist. Da kann man nicht arbeiten. Ja. Sollte auch alles in ausreichender Menge produziert sein. Ich muss mir aber die Drohnenproduktion nochmal anschauen, weil du hast schon recht, wir haben unglaublich viele Bauroboter. Von den ganzen Drohnen sind wahrscheinlich ganz schön viele Bauroboter dabei. Und da sollten wir nochmal ans Reißbrett gehen. Da müssen wir nochmal gucken, dass das anders also verteilt wird. Wenn ich was bauen will, ist immer instant, aber Logistik braucht gefühlt ewig. Ja, nee, da werde ich auch nochmal gucken, dass ich unten die Bänder anders lege, dass es auch einfacher zu teilen ist. Da müssen wir nochmal gucken, aber das mache ich jetzt dann als nächstes. Wenn dann hier der Bahnhof anständig funktioniert, dann reicht mir das schon mal. Und beim Ausladen geht es ja eigentlich nur darum, dass das in Kisten wandert. Von dort aus kann es ja dann wieder verteilt werden auf die Anforderungskisten, wo wir es brauchen. Solche Kupferplatten. Kriege ich hier natürlich gerade nicht. Mache ich mich mal auf den Weg. Beschwerliche Reise. Zu den Kupferplatten? Zu den Kupferplatten. Warum kriegst du die da nicht? Die kommen doch auch hoch. Ja, das dauert mir zu lange. Also bis ich jetzt hier Kupferplatten kriege. Bis die Roboter so weit geflogen sind, bin ich dreimal hin und zurück gelaufen. Ja gut, das ist allerdings auch wieder wahr. Da kommt er, der Gönner. Kommen sie, glaube ich, jo. Mit seinen 1 Million Meilenschuhen. Dieser Gönner. Guck mal das beim Stahl jetzt mal gerade an. Was? Wenn ich mal hier bin. Warum habe ich eigentlich Flugrobotergestelle dabei? Wahrscheinlich forderst du 350 Stück davon an, wie ich dich kenne. Nein, tatsächlich gar nicht. Okay. Aber ich weiß, was ich anfordere. Ich fordere mal aus dem gesamten Logistiknetzwerk Logistikroboter an.
Weil ich habe nämlich so wieder die Befürchtung, dass wir unglaublich viele haben, aber die in den einzelnen Roboterhangars nicht reingelegt werden können, weil die schon wieder mit irgendwas anderem voll sind. Jetzt gucken wir mal gerade, da sind 50 drin. Da sind über 300 drin. Dann fordere ich mal, warte mal, dann können wir das mal hier machen. Stahl, wo bist du? Hier ist Stahl. Ich habe tatsächlich eine Fabrik vergessen, da hatte er recht. Der hat das geschrieben, Fluffy namenlos. Roboter habe ich nicht vergessen, aber eine Fabrik. Aber hier kommen auch gar keine Eisenplatten mehr an, ist das Hauptproblem. Stahl, falsche Verteilung, hatte Shinji geschrieben. Ja, das haben der wir ja Quatsch, schon. Ja, das habe ich gemacht. Nö. Also was? Eigentlich ist hier keine falsche Verteilung. Nö. Alles auf einen Hauptband. Ja, eben. Dann durch die ja Dings gut, es läuft. Wird halt von dem Hauptband sehr arg weggenommen, aber das ist jetzt Geschmackssache, ob das ja, da falsch oder richtig ist. Ja, es ist definitiv falsch. Also eigentlich sollte man von dem Hauptband nur mit Splittern wegnehmen. Und nicht mit Greifarmen. Das ist auch das Hauptproblem, was wir bei unserem Eisenband haben. Ja, aber gut. Aber das können wir jetzt nicht mehr ändern. Nee, das ist halt vom Anfang noch, ne? Also. Ja. Ja. Nee, weil das Ding ist nämlich, wenn du mit Splittern wegnimmst, ja, ist der Vorteil, dass am Ende immer noch was ankommt, weil der Splitter ja 1-1 teilt. Der lässt immer eins durch, nimmt eins weg. Genau. Eins durch, nimmt eins weg. Und da das jeder Splitter macht, kommt trotzdem am Ende immer was an. Ja. Deswegen sollte man vom Hauptband nur mit Splittern nehmen. Ja gut, wir haben halt am Anfang, wo es noch kleiner war, das ganze Ding, ja, haben wir halt sehr viel weggenommen mit Greifarmen, weil es halt bequemer war, klar. Ja, weil sie vor allem auch nicht wussten. Ja, aber es war halt auch, zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich auch bequemer. 2, 4, 5 haben wir jedes Mal. Das heißt auch, hier müssen 5 noch hin. Also muss man darauf achten, es gibt immer einen oder zwei Greifarme, die nicht mehr effizient rausnehmen. Ich weiß gerade, ich glaube, das ist, wenn der Zug so steht wie bei dir jetzt. Es gibt zwei, also wenn der Zug horizontal steht, kann man, glaube ich, mehr reintun, als wenn er vertikal steht. Was? Ja, das hat damit zu tun, dass das Model dann anders ist. Ach so, ja, ich verstehe. Man müsste darauf achten, der eine Roboter, der greift dann so ganz komisch und manche greifen gar nicht. Ja, ich probiere das jetzt gleich. Probier einfach mal aus, ja, du wirst es ja sehen, wer. Ich warte noch auf die letzte. Warte mal, intelligente Kiste braucht wahrscheinlich Stahlträger. Warum kriegen denn so wenig Stahlträger schon wieder? Stahl stagniert total gerade, weil wir keine Eisenplatten haben. Okay, dann baue ich jetzt demnächst noch. Ich habe da nämlich noch ein kleines Feldchen. Da baue ich dann gezielt Stahl ab. Also das wird dann alles direkt in Stahl weiterverarbeitet. Weil da sehe ich noch wahnsinnig Probleme bei uns. Dann kümmere ich mich um Drohnen, danach um Stahl und. Aber das und noch vieles mehr in der nächsten Folge. Nein! Doch! Tu mir das nicht an! Ich versuch's, aber es geht nicht. Bis denn, würde ich sagen. Mach's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.